Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind, wo wir mit unseren 7-Meilen-Stiefeln ein unglaubliches Tempo an den Tag legen. Was ist denn hier los? Guten Tag. Was treibt euch hierher? Keine Ahnung, ich habe dich jetzt stehen sehen und dachte, ich komme mal gucken. Verzeiht, könnt ihr mir helfen? Ich wurde von ein paar skrupellosen Dieben bestohlen. Ja, vor wenigen Stunden wurde ich ausgeraubt. Ich bin sicher, dass es die Gruppe war, die von dem Khajiit Drosir angeführt wird. Sie haben meinen gesamten Schmuck gestohlen, doch am allerwichtigsten ist, dass sie zwei meiner Familienerbstücke haben, die seit Jahren im Besitz meiner Familie waren. Wenn ihr sie mir zurückbringen könnt, werde ich euch mit Freuden ihr Gewicht in Gold zahlen. Klar, machen wir. Ja, ausgezeichnet. Ich glaube, dass ihr Versteck irgendwo östlich von Caldera liegt, obwohl keine der dortigen Obrigkeiten in der Lage war, sie zu finden. Das überrascht mich jedoch nicht im Mindesten. Drosir? Ja, der Schuft. Er hat meine Familienerbstücke und ich möchte sie zurück. Was genau sind denn das eigentlich für Familienerbstücke? Wenn ihr sie für mich holen könntet, wäre ich euch zu ewigem Dank verpflichtet. Ne, toll. Östlich von Caldera, ja. Bei Gelegenheit, weil jetzt müssen wir in die völlig andere Richtung. Das ist einfach, das ist so geil, ne? Hui! Cliff Racer! Aber nichts, was ich nicht handeln kann. So, der war doch hier irgendwo, ne? Das ist doch Gnamok da, ne? Ne, das ist Caldera. Gnamok liegt in der Richtung. Okay. Dann folgen wir einfach dem Weg. Ich frage mich gerade nur, wie nah waren wir denn an Gnamok dran, als wir ihn gefunden haben? Wir sind da schon dran vorbei, ne? Das war auf der anderen Seite der Berge, meine ich. Oder? Ich guck da drüben noch mal kurz. Ich habe gehört, er ist guter Verstecker. Obwohl, nee, gefunden haben wir ihn erst, hatten wir das mit der Hexe schon erledigt, ne? Also es gibt absolut keinen plausiblen Grund mehr, irgendwann im Spiel unsere Geschwindigkeit nochmal zu steigern. Der gesamte Athletik-Skill-Baum, der gesamte Athletik-Skill kann uns im Großen und Ganzen scheißegal sein.
Durch das unglaubliche Tempo, das uns diese Stiefel bescheren, ne? Gewusst wie, sage ich mal. Nee, aber ich bin mir relativ sicher, der war nicht auf dieser Seite der Berge. Jetzt sind wir schon in Gnamok angekommen, dann müssen wir noch mal drüben gucken. Da lang. Erzählt mir eure Geschichte. Danke für die 7-Meilen-Stiefel. Hi. So, können wir jetzt ein bisschen Ausdauer sammeln. Wir haben ja hier auch noch eine Quest zu erledigen. Wir müssen ja für Anassi noch jemanden erledigen dann. Ihr befindet euch in Gnamok. Sprecht weiter. Ihr könnt Fragen stellen und ich werde antworten. Sagt dir der Name Pemini etwas? Ach, die. Auf sie ist ein Kopfgeld ausgesetzt, glaube ich, obwohl niemand versuchen würde, die Prämie einzufordern. Sie ist aalglatt, handelt oft mit minderwertigen Gegenständen. Große Versprechung, aber niedrige Belohnung, ihr versteht? Ein Kopfgeld also, aha. Ich bewahre das kaiserliche Gesetz und jetzt geht weiter. Wenn mir jemand was dazu erzählen kann, dieser Kopfgeldgeschichte, dann ja wohl du. Okay. Wenn die Wache auch sagt, auf diesen Kopfgeld ausgesetzt, dann ist auf sie wahrscheinlich ein Kopfgeld ausgesetzt. Wo war denn das? Da ist der Steg. So, so, dann können wir nämlich unsere Wiederherstellungsmagie jetzt zwischendurch immer mal. Was muss ein Mädchen hier eigentlich machen, damit es mal beachtet wird? Selber skillen, indem wir mit diesem Zauber trainieren hier. Du? Wieso kann ich nicht? Wenn mir so viele Leute erzählen, dass da ein Kopfgeld drauf ausgesetzt ist, warum kann ich sie da nicht auf das Kopfgeld ansprechen? Ihr dürft sprechen. Das ist doch Blödsinn. Ja, dann verzieh dich halt, du Blödmann. Die erzählen mir das zwar alle, aber eigentlich ist es den Leuten scheißegal, oder? Okay. Irgendwo im Osten von Caldera, na, das wird auch nochmal lustig. Ein Ring und ein Amulett. Jetzt ist für mich aber erstmal relevant Anassi. Beziehungsweise Anassis Quest. Nadene Roterans Hütte. Okay. Nadene Roteran. Jetzt sind wir eh schon mal wieder hier. Jetzt können wir auch. Ah, das ist die Hütte, neben der wir hier direkt stehen. Das ist ja praktisch. Was? Warum stört ihr mich? Das sind viele Leute. Da werde ich wohl mal andere Seiten aufziehen müssen. Hi. Verschwindet, Fremdländer. Sagt euch der Name Anassi etwas? Noch nie von ihr gehört und selbst wenn, ging euch das nichts an. Jetzt löst euch in Luft auf oder ich mache euch Beine.
Ach, kannst du mir vielleicht noch was über... Ich kann auch nur mit ihm über Anassi sprechen. Ihr könnt wohl nicht richtig hören. Und bald werdet ihr auch nicht mehr richtig atmen können. Oh, jetzt geht's los. Jetzt habe ich euch. Ihr seid geschlagen. Okay. Ihr werdet sterben. Also das ist ein Kampf. Da kommen wir meine Axtfähigkeit und die große Axt, die ich schwinge. Es gibt kein Entkommen. Gerade doch sehr gelegen. Das war dann nämlich doch relativ simpel. Ich hatte echt befürchtet, es würde schwieriger werden. Wo wir ein bisschen drauf aufpassen müssen, ist die Durability der 7-Meilen-Stiefel, die ist nämlich sehr gering. Dämonisches Tanto. Okay, der Dolch ist beschworen, den brauche ich nicht mitnehmen, der verschwindet sowieso. Was haben wir hier? Ist eigentlich auch nicht wirklich. Oh, Dietriche sind immer gut. Dietriche und Sonden kann ich immer gebrauchen. Fackeln, Eisenpfeile, Wurfmesser, ne, nicht wirklich. So, die Kerle sind tot, da wird sich Anassi freuen, wenn wir das nächste Mal in Pelagiat sind. Und vor allem haben wir das geschafft, ohne dass in irgendeiner Kapazität ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt worden wäre. Das ist doch auch schon mal was. Nichtsdestotrotz. Irgendwelche neuen Gerüchte vielleicht, von denen ich wissen sollte. Ich leihe euch mein Ohr. Die Schmuggler, die von Shurimbal aus operieren, haben ihren Verbindungsmann in Balmora verloren. Wie ich höre, arbeiten sie nun mit jemandem in Aldrun zusammen. Muzera. Die erzählen mir jetzt hier auch alle das Gleiche, ne? Zumindest im Großen und Ganzen. Okay. Dann versuchen wir jetzt noch einmal hier mit der Dingens über ihr Kopfgeld zu reden und ansonsten suchen wir diesen vermaledeiten Ork. Das war aber eher unfreundlich. Bewundern funktioniert nicht wirklich. Jetzt. Na gut. Ciao dann. Wir müssen jetzt erstmal dem Weg zurückfolgen und dann gucken wir mal über die Karte. Tempo ist unglaublich. Das macht Reisen so viel komfortabler.
fühlt sich fast schon an, als würde ich cheaten. Aber nur fast, weil ich ja immer noch Sachen nutze, die das Spiel mir ganz offiziell zur Verfügung stellt. Was greift mich an? Ich vernehme Angriffsmelodie. Das Geile ist, dass ich schneller gehe, als ich vorher gelaufen bin. Ne, das ist gehen. Ich gehe. Das ist so geil. Bei Baum und Fels und anderer Fels. Da steht er doch. Der Schaden, den wir mit unserem Speer anrichten, wird das auf irgendeine Art und Weise mit Schnelligkeit verrechnet? Hops, hops. Hi. Ich grüße euch. Gut zurück. Hast Nachricht von Bashuk geben. Gut. Ihr habt ihr meine Nachricht gebracht. Sie wird helfen. Ich schätze, ihr wollt euer Geschenk. Ja, klar. Einem Geschenken-Gausch hat man nicht ins Maul. Geschenke nehme ich gerne an. Hier ist euer Geschenk. Ich bin sicher, es wird euch gefallen. Es ist ein hübscher Stein. Du Malt. Ja. Oh nein, da bin ich wirklich auf deine Trickserei reingefallen. Ich dummer, dummer Idiot. Wie konnte ich nur... So, wo ist denn jetzt hier der nächste Wegweiser? Wo geht's denn jetzt lang? Ich will jetzt nach Balmorra zurück. Dazu müssen wir über Caldera, ne? Ich meine schon. Zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir auf dem Weg nach Aldruhn sind, wenn wir in Balmorra soweit fertig sind, erstmal wieder, und auf dem Weg nach Aldruhn, dann kommen wir eh wieder an Caldera vorbei, dann können wir uns um diese Erbstücke kümmern, weil eigentlich wollte ich noch ein, zwei andere Sachen machen heute. Also nicht heute im Sinne von jetzt in dieser Folge hier, sondern heute im Sinne von in dieser Aufnahmesession. Ich habe da nicht extra vorher recherchiert und habe mir das alles parat gelegt. Drei. Ich bin auch echt am... Warte mal. Ich bin auch echt am überlegen, ob wir mit unseren Level-Ups tatsächlich immer so lange warten sollten, oder ob wir die einfach machen, wenn sie kommen. Ich möchte jetzt tatsächlich auch zu Fuß nach Balmorra gehen. Müsste da lang führen. Dann können wir nämlich unsere Akrobatik noch ein bisschen steigern. Es ist ja... Jetzt dauert das ja auch nicht mehr so lange. Let's go.
Alter, was ist mit dem nicht richtig hier? Ach, das war gar kein Kaguti, das war ein Alit, und zwar ein Pestkranker. Ja, na gut, sowas muss man mir natürlich auch sagen. Wir müssten ja noch relativ viele Magika-Regenerationstränke haben, oder? Oder habe ich die alle verkauft? 20 Punkte für 5 Sekunden sind 100 Punkte, ne? Hier, so einer müsste eigentlich reichen. So, ein bisschen Wiederherstellung üben hier. Wollen ja schließlich mal ein großer Magier werden, ne? Balmora ist da unten. Okay. Der Zauber ist fehlgeschlagen. Mäh. So, ein bisschen hüpfen. Ist auch wieder Crashkraut. Ich suche ein Goldkanet, aber die gibt es hier glaube ich nicht, ne? Ich weiß nämlich, das war ein Goldkanet und irgendwas anderes. Aber Goldkanet habe ich mir gemerkt. Das brauchen wir später noch für die Anast-Quest. Also du kannst mir nicht erzählen, dass unser Schnelligkeitswert nicht irgendwas mit unserer Treffergenauigkeit und unserem Waffenschaden zu tun hat. Wir sind ja... Ich habe das Gefühl, wir sind wesentlich stärker geworden. Nehmen die Gegner hier jetzt doch ganz schön auseinander. Warte mal. Ja, genau. Gerade überlegt, halt. Kreuzung, Pelagia, Balmora und Caldera. Hier gibt es was zu finden. Und zwar den guten Kerl hier. Mit einer Skooma-Pfeife und einer Nachricht. Zieher, hier sind eure Sachen. Verzeiht, dass ich nicht bleiben und mit euch plaudern konnte. Aber ihr wisst ja, dass es für mich besser ist, nicht zu lange an einem Ort zu verweilen. Ernie. So, ob das jetzt so viel besser war, kann ich nicht sagen. Das heißt aber, wir sind fast in Balmora. Das ist noch eine Quest, die wir erledigen können. Dass wir der Zier ihr Zeug zurückbringen. Dafür gibt es eine kleine Belohnung, die wir dann wieder in Geld umwandeln können oder selber verwenden. Ich werde jetzt auch nicht extra zu Anassi rennen und ihr erzählen, dass wir die Carmonatong-Leute erledigt haben, denn eine der nächsten Diebesgilden-Quests führt uns sowieso nach Pelagiat. Und da können wir das in dem Rahmen dann in Ruhe erledigen. So, ja, ich weiß allerdings nicht, wo... Da wohnt Zia, das vorletzte Haus am Fluss. Okay. Hops, 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 hops. Ich mag unser neues Tempo. Schloss 50, was soll die Scheiße? Ah, die haben abgeschlossen, die blöde Kuh. Na gut, aber wir haben ja... Wir sind ja inzwischen ein ganz guter... Ja gut, was heißt ein ganz guter? Wir sind ein so halbwegs fast mittelmäßiger Dieb.
Der es inzwischen zumindest schafft, das eine oder andere Schloss aufzuknacken. Ah, eine Khajiit. Hallo Zia. Was kann Zia für euch tun? Ich suche jemand Bestimmten. Was meint ihr damit, ihr sucht nach mir? Ich kenne euch nicht, oder? Ihr sagt, ihr habt eine Notiz von Ernil? Ja, die haben wir. Ihr habt eine Nachricht von Ernil für Zia? Das ist seltsam. Zia hatte ihn eigentlich schon längst hier erwartet. Er ist tot? Oh nein. Ernil war ein guter Mann und hat mich immer anständig behandelt. Ihr habt wohl nicht irgendetwas gefunden, das er Zia vielleicht bringen wollte, oder? Ja, ich habe etwas gefunden, das euch gehören könnte, nämlich hier diese Pfeife. Ach, die. Nun, die war eigentlich für einen Freund, aber macht nichts. Danke, dass ihr es zurückgebracht habt. Zia kann sich nicht vorstellen, dass es euch kümmert, wem es gehört. Nehmt einfach dies. Es war eigentlich für Ernil gedacht, als Gegenleistung für Zias Sachen. Zias Skuma-Pfeife wurde aus dem Inventar entfernt, dafür haben wir 50 Draken gekriegt und 10-mal Mondzucker. Ja, also Drogen. Drogen, bei denen die meisten Händler nicht mehr bereit sind, in irgendeiner Kapazität auch nur ansatzweise mit uns zu handeln, solange sich diese Drogen in unserem Inventar befinden. Die einzige Ausnahme sind Khajiit-Händler. Das Gute ist, dass sich ein solcher Khajiit-Händler ja direkt hier in Balmorra befindet. Das heißt, wir können gleich gehen und den Mondzucker weiterverkaufen und das Problem umgehen, dass wir mit den Leuten nicht mehr handeln können. Okay. Bye. Achso, ich kann ja den Dietrich mal ausgerüstet lassen. Ich vermute nämlich, dass wir für das Haus Lalo, wo wir den Weinbrand dann holen sollen, tatsächlich den Dietrich auch nochmal brauchen werden. Was? Hops, hops, hops. So, Razid. Nee, Ravir, Entschuldigung. Razid war der Dieb mit den Familienerbstücken. So, du kaufst doch Mondzucker, ne? Oh ja, und das ist einiges wert. Vielleicht können wir uns dafür ja irgendwas Schönes kaufen, hier den teuflischen Speer zum Beispiel. Wie ist denn die Waffe, die wir im Moment benutzen? Macht 5 bis 20 Schadenspunkte und das war's. Dieser teuflische Speer hier macht zwar etwas weniger Schaden, ist dafür aber magisch. Aber wirklich lohnen tut sich das nicht, ne? Na komm, dann leg noch ein bisschen Kohle oben drauf. Und dann belassen wir es erstmal dabei. Du willst sprechen? Nö, eigentlich nicht. So. Wir haben den Nekromanten erledigt, wir haben den Toten erledigt. Wir haben die Sache mit dem Ork haben wir heute erledigt. Wir waren in Gnarmog für Anassi. Wir haben die 7-Meilen-Stiefel angelegt. Der nächste Schritt, hier, Buchhändler. Buchhändler. Buchhändler kauft Bücher. Das kommt mir natürlich auch sehr gelegen. Dann können wir nämlich ein paar von den Büchern mal verkaufen, die wir hier mit uns rumschleppen, die wir jetzt tatsächlich schon gelesen haben. Und kommen damit dann nicht so durcheinander. So. Jetzt gucke ich kurz, was hier so für Bücher im Angebot sind.
Geschichte des Kaiserreichs, der volle Band. Das würde mich natürlich reizen, einfach um mal so ein bisschen mehr über das Lore zu erfahren. Ich sehe es kommen. Ich lasse mich doch noch von Elder Scrolls Online anfixen. Bis jetzt bin ich dem Spiel erfolgreich aus dem Weg gegangen. Nicht, weil es mich überhaupt nicht reizen würde. Sondern weil es ein MMORPG ist und für sowas habe ich die Zeit nicht. Also, wenn ich mich mit einem MMORPG beschäftigen würde, dann könnt ihr euch aber sicher sein, dann bricht der Kanal zusammen. Es sei denn, ich nehme das alles als Let's Play auf, aber dann auch dann schaffe ich hier nichts anderes mehr. Ist schon, dass ich mich allein mit The Witcher beschäftigen kann und gleichzeitig noch mit Morrowind und nebenbei noch andere Sachen machen und, was ihr ja noch gar nicht wisst, insgeheim tatsächlich nebenbei noch so ein kleines Extra-Let's Play aufnehme, was schon seit Jahren auf dem Kanal angekündigt ist und dann jetzt tatsächlich endlich mal kommen soll. Da erzähle ich aber mehr drüber, das werde ich auch erst hochladen, wenn das komplett abgedreht ist, damit ich da komplett nach meinem Zeitplan gehen kann und nicht irgendwie festgelegt bin, von wegen ich muss in der Woche aber 3 Folgen aufnehmen oder sowas in der Art, wie ich das mit den regulär auf dem Kanal laufenden Let's Plays halt habe. Ja, aber auf jeden Fall, das ist auch eine Sache, das steht schon lange aus und das mache ich ja auch noch nebenbei. Und dann fange ich ja jetzt wieder mit Let's Tests an und ich mache schon eine Menge. Ich habe im Moment, im Vergleich zum letzten Jahr zum Beispiel, habe ich im Moment tatsächlich wieder etwas mehr Zeit für solche Sachen und will die dementsprechend natürlich auch nutzen. Was? Baladas Demnevani hat die Dwemer-Ruinen in ganz Wartenfeld studiert. Ich höre, er ist immer auf der Suche nach Büchern über die Dwemer. Der wird, glaube ich, später noch relevant in irgendeiner Magier-Gilden-Quest. Ich weiß nicht, ob er für die Hauptquest auch wichtig ist, weil die Dwemer an sich und das Schicksal der Dwemer, das ist Hauptquest-technisch später tatsächlich noch relevant. Zumindest so am Rande. Aber wie viel Gold haben wir jetzt wieder? Oh, 1158, da können wir uns wieder Training mitkaufen. Oder halt nochmal ein paar Zaubersprüche dann bei Gelegenheit, ne? Das war diese ganzen Zauberschulen hier direkt für uns im Privaten üben können, wann immer sich die Gelegenheit bietet und wir so ein bisschen Zeit dafür haben und dann nicht mehr ständig Geld für ausgeben müssen. Das hat auch was. So, das Haus von diesem Lalo. Das ist Haus Lalu. Aber der Lalo, der hat, glaube ich, mit den Lalu nichts zu tun. Ja, toll. Springe ich hier hoch und dann ist das Schloss hier oben einfach noch noch schwieriger zu knacken, aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen und uns unerlaubterweise diesen Weinbrand holen, machen wir erstmal eine kleine Pause. Das war Morrowind für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.